Hallo und herzlich willkommen zur 54. Folge von The Witcher 3 Wild Hunt. Ja, wir wollten uns um das Ahnenfest kümmern. Und zwar hat uns ja der Weidler darum gebeten, vorbeizukommen, weil ja hier wohl irgendwie böse Viechers auftauchen können. Und ja, gucken wir einfach mal. Ich bin ja mal gespannt. Oh, okay, das wird dann wohl also in der Nacht sein. Dann können wir einfach mal rusten. Ich bin sogar der Meinung, das war Mitternacht, wenn mich nicht alles täuscht. Dann werden wir einfach mal bis Mitternacht warten. Zack. Sie werden erzählen von all ihren Plagen. Okay. Sei gegrüßt. Gerade rechtzeitig. Gute Leute, seht, wer uns beschützen wird. Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Bald rufen wir die wandernden Seelen. Einigen von ihnen kann nicht geholfen werden. Vor ihnen musst du uns beschützen. Halte böse Kreaturen fern, so lange, bis das Ritual beendet ist. Fang an. Beschütze uns vor allem Bösen und verhindere, dass der Kreis gestört wird. Nun gut, was bedeutet dies Leben? Ihr wisst es wohl. Eine flüchtige Qual, in der Tod uns holt. Was kommt dann, wenn das Leben entgleitet? Der Mensch über sein eigenes Schicksal entscheidet. Bald schon kommen sie, die wir begraben. Sie werden erzählen von all ihren Plagen. Sprecht ihr diese Seelen frei? Ihr Leid, hiermit beendet sei. Lasst das Ahnenfest beginnen. Okay, da ist schon irgendwas. Da drüben. Ihr wandert in dunkler Nacht. Okay. Gefangen in der Welt. Wasservibe. Seht dieses Zeichen. Sanft und schwach. Euch rufen wir! Euch rufen wir! Euch rufen wir! Euch rufen wir! Hört! Ein Geräusch! Wer hätt's gedacht? Ein Geist ruft nicht die Stille der Nacht. Euch rufen wir! Komm schon! Uiuiui, das war aber ganz schön knapp. Ich dachte, da kommt noch irgendwelche Beschwörungsformeln oder so. Hört ein Geräusch! Wer's gedacht? Ein Geist durchbricht die Stille der Nacht. Verbrennt den Weihrauch, lieb und teuer! Geist, komm heran zu uns ans Feuer! Geist, sprich! Es ist Zeit zu entscheiden. Erzähl uns nun von all deinen Leiden. Wer bist du? Er weiß es. Soll ich ihn fortjagen? Nein. Ich bin da, um dich zu holen, Vatermörder. Fort mit dir, böser Geist. Ich verjage dich mit dem Licht des ewigen Feuers. Welche Abscheulichkeit! Sofort aufhören! Die verlorenen Seelen! Wir müssen ihnen helfen! Ruhe! Ich dulde keine Nekromantie! Hilf uns! Das ist jetzt die Frage. Nekromantie? Aber... Also ich bin der Meinung, wir müssen ihm helfen. Ja, wir machen es auch. Jetzt. Ihr stört das Ritual. Das ist schwarze Magie. Diese Leute stören die Toten. Das können und werden wir nicht erlauben. Ihr wisst nichts über ihre Bräuche. Schnappt ihn euch und vertreibt die anderen. Oh oh. Ach Gott. Gute Leute! Ah, immerhin. Verlasst diesen Abt nicht! Ihr dürft den Kreis nicht brechen! Alles ist still. Nichts ist mehr funkeln. Alter. Gestalten lauern im Dunkeln. Oh, er kämpft mit. Machen wir es schnell.
Alles ist still, nirgends mehr Funken. Welche Gestalt? Das ist eine schlimme Sache. Wehe uns. Blut hat den heiligen Boden befleckt. Aber wir können es nicht abbrechen. Hat das Blutvergießen Schaden angerichtet? Der Kreis ist beschmutzt. Alle, die nach menschlichem Blut dürsten, werden kommen. Oh oh. Wenn es Gottes Wille ist, sind es nur wenige. Und der Weidler kann das Ritual beenden. Wenn du fortfahren möchtest, bin ich bereit. Gute Leute, wir müssen das Ahnenfest zu Ende bringen. Macht euch bereit! Euch rufen wir, kommt Seelen, euch richten wir. Alles ist still, nirgends mehr Funkeln, welche Gestalten lauern im Dunkeln? Ein Wispern, ein Raunen im Sinn, jemand schleicht zum Feuer hin. Alles ist still, nirgends mehr Funkeln, welche Gestalten lauern im Dunkeln? Erscheinungen! Der heilige Boden ist blutbefleckt! Wir können das Ritual nicht beenden! Leute, rettet euch! Lauft, wenn euch euer Leben lieb ist! Okay. Das ist ja nicht schön, dass das Ritual... Wow. Ritual nicht beendet ist. Ich will aber erstmal den anderen, den wir nicht auswählen können. Dann müssen wir es so machen. Scheiß drauf. Machen aber auch Bösauer. Halten aber zum Glück nichts aus. Von wegen, tut nicht weh. Okay, das war der. Schnell nochmal Schwalbe schlucken. War's das? Ach, alles ist verloren. Einer der Bauern wird den Hexenjägern von dem Ritual erzählt haben. Dieser Geist, den sie verjagt haben, das ist der Geist deines Vaters, richtig? Er hatte gedroht, wiederzukommen und wird sein Wort sicher halten. Den alten Ambros fürchtet der Weideler nicht. Diese Erscheinung nannte dich einen Vatermörder. Stimmt das? Ja. Wenn ich dir helfen soll, muss ich alles wissen. Warum hast du deinen Vater getötet? Der Weideler möchte nicht darüber sprechen. Das ist aber doof. Du kannst das nicht alleine schaffen. Du hast Angst, so viel steht fest. Die Erscheinung hat Macht über dich. Ich werde ihn vertreiben, ich muss es tun. Aber ich muss wissen, wo er begraben liegt. Der Leichnam ist bestimmt noch nicht zu Staub zerfallen. Das ist ihre Verbindung zur Welt der Lebenden. Ambros liegt im Sumpf. Gut, ich suche seine Leiche und sehe, was ich tun kann. Naja, da es ja nur einen einzigen Sumpf gibt. Uiuiui, jetzt haben wir aber auch hier noch eine ganze Menge zum Loothorn. Ah, das war schon krass. Also ich frage mich vor allen Dingen, was die Schwarzen hier... Also warum sie das als schwarze Magie bezeichnet haben. Das hat mich schon interessiert. Ja, und das ist halt auch mit dem Grund, warum ich... Interessant. Warum ich das hab durchlaufen lassen. Da ich hier definitiv einfach wissen wollte, was hier passiert. Und ich sehe das jetzt nicht wirklich schlimm. Also als schlimm an, was hier jetzt passiert ist. Bis jetzt. Kann natürlich auch alles irgendwie eine Fehlinterpretation meinerseits sein. Ein paar Waffen noch bekommen. Ja klar, die drei Typen. Ah, das ist so schön aufgeräumt und dann... Das ist echt göttlich. Der letzte Patch, ne? Der letzte Patch. Und ich muss auch sagen, ich habe ganz viel Negatives gelesen. Allerdings selber eher Positives nur zu berichten. Ich meine, wir haben die Hairworks inzwischen an. Wenn nur auf niedrig statt high. Aber immerhin auf vierfach Anti-Aliasing auf die Hairworks. Und Performance ist immer noch genauso wie vorher. Da hat sich nichts geändert. Ich meine, klar, wir waren noch nicht in die Großstädten am Rumstreifen. Da, wo es halt besonders schlimm sein soll. Aber so prinzipiell mehr Abstürze als vorher waren es jetzt auch nicht. Also ich kann nicht wirklich sagen,
warum das jetzt so schlecht sein soll oder ne, wo jetzt da der Nachteil ist. Ganz im Gegenteil. Ah ja, wir waren ja sogar noch ein Level aufgestiegen. Ja, richtig. Da können wir dann ja auch nochmal schauen. Eigentlich würde ich ja ganz gerne noch hier, dass wir das schon mal durchhaben. Zack. Na, ich bin so blöd. So ist richtig. Muss man natürlich erstmal den wieder rein machen. So, jetzt stimmt's auch wieder. Okay, ab zum Boot. Eins von denen, die wir hier inzwischen abgestellt haben. Und dann gucken wir mal, welchen Sumpf er meint. Da bin ich ja echt mal gespannt. Das Boot lassen wir. Ich würde sagen, das nehmen wir mit. Meditieren. Ich glaube, das machen wir dann nach dem nächsten Kampfe. Was war das denn? Wollt deinen Körper ins Boot machen, auch nicht schlecht. So. Und los geht die Trolle fort. Welcher Sumpf ist denn das? Wir können ja nochmal auf der Karte eben schauen. Rein aus Interesse. Das ist sogar noch eine Ecke, wo wir noch ein bisschen was zum Entdecken haben. Das ist eine witzige Sache. Finde ich gut. Ich habe aber gerade noch was anderes entdeckt. Guck mal hier. Ich glaube, wir werden da nochmal vorher vorbeisegeln. Einfach mal dazu gucken. Ja, eine Seefahrt, die ist lustig, eine Seefahrt, die ist schön. Oder so ähnlich. Das wird natürlich jetzt ein kleines bisschen dauern. Ach, man kann sogar wenden so. Das muss ich jetzt mal gleich einmal spaßeshalber testen. Jetzt aber nicht wirklich wenden. Naja. Gut. Da sind auch ein paar Viechers. Was sind denn das? Ach, das sind wieder diese Explodierer. Nö, die sollen dann mal ruhig bleiben, wo sie sind. Die Morginette. Wollte gerade sagen, will er uns jetzt hier angreifen im Wasser? Wie will er denn das machen? Da ist ja die kleine Insel. Bin ja mal gespannt, was wir da finden werden. Da bin ich ja mal richtig gespannt. Was ist denn das da überhaupt? Laut Karte sah es ja aus wie eine Burg oder so. Das sind auf jeden Fall eher Ruinen. Ja. Sieht nach Ruinen aus. So, dann sollten wir mal eben einmal speichern. Und dann können wir auch an Land. Ah, ein Ort der Macht. Sehe ich das richtig? Ich glaube schon. Keine Gegner in Sicht. Dann gucken wir mal. Oha. Das war ja wirklich mal eine Burg. So, was haben wir denn hier noch? Ein Kistchen, ein Blümchen. Hallo? Das Blümchen bitte? Danke. Oh Gott, hab ich mich gerade verjagt. Okay, da ist ein Stärker dazwischen. Na, alles aber Level 4. Na. Na. Miststück. Alter. Was sind denn das? Egal. Einfach wegschnitzeln. Wir haben genug HP. Noch. Ah, es war aber schon ganz schön knapp. Muss man sagen. Na, steckst du mal bitte das Schwert weg. Danke. Ach, die Sachen habe ich sogar noch aufgehoben bekommen. In einer kurzen Zeit. Anscheinend. Blutbeschmierte Notizen. Okay.
Versunkene Truhe. Lies die Notiz, die du gefunden hast. Das tun wir doch gerne. Nachdem wir einmal alles angucken. Na, guck mal, den haben wir auch noch nicht angeschaut. Der Geleitbrief. Okay. Stimmt, damit konnten wir jetzt in das Städtchen rein. Was ist das? Verbesserungsschemen. Tiefenhöhle. Interessant. Da müssen wir uns auch nochmal drum kümmern. Talisman. Erinnerung für mich selbst. Kleine Insel mit Ruinen oder eine Brücke aus roten Ziegeln. Ist das der Ort? Ne, das ist der Ort. Voilà. Es sind noch Spuren von einem Lager auf der Insel. Ich werde die versunkene Ruine durchkämmen müssen. Dort ist eine Truhe zu sehen. Okay. Das heißt... Ah. Da ist doch schon was. Eine Menge. Gucken wir mal. Wolfsschulenausrüstung. Okay. Gucken wir jetzt mal runter hier. Da. Diamantenstaub. Assassinenhose. Verbessertes Geisteröl. Das ist ja mal gar nicht so scheiße. Ich glaube, die meinte er. Nee, meinte er nicht. Wenn ich mir mal gerade die Karte anschaue. Na, Geralt. Sei nicht so zickig mit deinem Tauchen. Verbesserte Wolfsrüstung. Oh, da sind ein paar böse Männer. Schwert können wir auch hier einfach nicht ziehen. Okay. Nun gut, dann müssen wir es mal wieder mit Schnellschwimmen probieren. Gucken wir mal. Da ist noch mehr. Na, erstmal die anderen Sachen. Wo wir uns an die ranwagen. So. Ja, damit. Dann da irgendwo. Ach, verdammt. Wieso sehe ich das Ding jetzt nicht? Ist das so fies? Hallo? Ach, da. Na komm. Ne, so wird das nix. Einmal hoch. Jetzt aber. Aha. Eine verbesserte Bombe. Das hört sich doch gut an. Okay. Hoch, 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 hoch. Da ist ein böser Mann. Noch ein böser Mann. Da ist eine Kiste. 2. 3. Da ist noch was. Okay. Müssen wir natürlich alles absuchen. Eine ganze Menge hier. Mann, Mann, Mann. Also lohnt für sich das allemal. Oh, oh. Ah, 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 ah. Ey. Alter! Mistvieh. Ja, natürlich echt. Oh, da ist eine Kiste. Die möchte ich haben. Ja. Irgendwas Meisterliches. Was ist da? Wir hängen irgendwo fest. Irgendwo fest. Da ist eine Kiste. Schnell. Ah, okay. Noch was. Ja, damit. Okay, das war auf jeden Fall schon mal die Quest. Aua. Lass das. Shit, 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 shit. Hoch, 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 hoch. Wir haben nichts mehr zu trinken. Oh, oh, wir sterben. Ups. Das war jetzt nicht so gut. Gebe ich zu. Da habe ich ein bisschen auf den Sauerstoffbalken irgendwie nicht geachtet. Shit und so. Eiskalt ersoffen. Hm. Aber da war irgendeine schöne Waffe. Das habe ich auf jeden Fall schon mal wahrgenommen. Ja, das war natürlich auch sehr schlau, komplett ohne irgendwelche Heiltränke da unter Wasser zu gehen. Hätte man vielleicht vorher noch mal einmal kurz kampieren müssen. So.
muss das gehen. Einmal kurz, warum nicht? Weil wir hier... Ah, okay. Waren hier schon auf so einer schrägen... Alter. Ich bin überhaupt nicht nervös, die Schwimmsteuerung. Nein, nein. Kein bisschen. So. Jetzt ist auch besser. Okay. Die hatten wir hier alle, ja? Schaut so aus. Dann jetzt die. Hä? Wieso war da jetzt nichts zu sehen? Naja. Okay. Das ist ja jetzt interessant. Ist das jetzt ein Bug? Ich weiß es nicht. Ei, 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 ei. Lass du das mal. Böser Mann. Ich sehe jetzt... Da, ich wollte gerade sagen, ich sehe jetzt... Sag mal, ihr blöden Viecher, eben habt ihr mich auch... hier in Ruhe schwimmen lassen. Oh, diese Schwimmsteuerung ist echt bescheuert. Aha. Okay, hatten wir das schon. Also an einigen Stellen ist die Schwimmsteuerung... Ich bin so blöd. Ich bin so blöd. Nein, nein. Was soll denn das? Eieieiei. Keine gute Sache. Da muss man echt mal drauf achten. Das war nicht sehr schlau. Muss man ja mal sagen. Okay, vielleicht sollten wir jetzt erstmal das da hinten holen. Wo sie uns in Ruhe lassen. Da waren doch auch noch irgendwo welche. Hm? Bin ich gerade da. Da sind die Sachen. Und runter. Sehr schön. Wo war jetzt die andere? Da. Nein, und dann nicht hoch. Kommen wir mal durcheinander. Das hätte ich eher andersrum machen sollen. Naja. Okay, die hatten wir eben, glaube ich, gar nicht mitgenommen. Schnell hoch. Hallo. Ach, Gott. Bleibt er da an so einer blöden Kante hängen? Also der Meisterschwimmer ist er definitiv nicht. Okay. Jetzt wird's interessant. Geh weg. Du willst gar nichts von uns. Ich weiß das. Gib her den Mist. Hallo. Danke. Danke. Und jetzt erstmal weg hier. Einfach erstmal weg. Weg, 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 weg. Okay, ist hier noch was? Ich weiß es nicht. Ich glaube, da noch was gesehen zu haben. Bin mir halt nicht sicher. Aber irgendwie... auch nicht. Nichts zu sehen. Nichts zu sehen. Uiuiui. Der böse Mann. Der böse Mann. Der will uns hauen. Nee. Ist nix. Auch nix. Wir haben's jetzt. Ich glaube, wir haben's. Ja. Würde ich jetzt mal behaupten. Okay, weg hier. Blöde Unterwasserviecher. Hallo? Mäh. Gut, dann schwimmen wir halt gleich zum Boot. Ist okay. Auch nicht die Schmerzen mit. Oder hier lang, scheiß drauf. Ob doch irgendwo. Und nicht da, wo ich lang möchte. Ist schon gut. Okay. Und dann noch irgendwie hochkommt.
Wäre interessant. Aber erstmal egal. So, lasst uns mal schauen, was wir denn hier bekommen haben. Dithwen. Stufe 7. Plus 18 Schaden. Und 3 Slots. Tsching, da braucht man gar nicht lange überlegen. Einfrieren, einfrieren. Betäuben, betäuben. Verbrennen. Das ist ja auch interessant. Wir hatten hier jetzt Rüstungsdurchbohrung. Einfrieren hört sich aber schon geil an. 3-mal einfrieren reinmachen. Einfach mal spaßeshalber. So. Okay. Das wären dann immerhin 7%. Das ist nicht viel. Hä? Wieso 8? Aber plus 15 Kälteschaden. Ah, gut. Vielleicht, weil das vom Schwert kommt? Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet, aber waren ja 2 Werte. Muss es doch so gewesen sein. Okay. Da ist gar nichts mehr drin. Dann würde die ja mal reinschmeißen, Mensch. Gute. Was haben wir noch? Noch ein bisschen Fummelkram. Alles klar. Dann Quest. Und dann gucken wir nochmal das Ahnenfest. Da haben wir es. Okay, halt. Nochmal meditieren. Zack. Besser ist das. Tja, dann kommen wir mal los. Auf die Reise, auf die Reise. So. Und los geht's. Ja, jetzt müssen wir wahrscheinlich um die Insel wieder rum. Na, geht eigentlich. Segelst du mal los? Danke. Ja, das geht doch eigentlich. So einen kleinen Knick müssen wir machen. Aber das hält sich ja wirklich noch in Grenzen. Interessant, dass das Schwert da durchguckt. Beide? Ich glaube, beide. So, auf zum Sumpf. Das Ahnenfest. Kommen wir da eigentlich so direkt hin? Gucken wir mal. Ja, so ein bisschen zickzack. Das geht ja noch. Level 11. Wenn ich jetzt gerade am Überlegen bin, hier drüben war doch irgendwo die Stelle mit diesen einen komischen Vieh an diesen... Was war das noch? Diese Götterstatuen, diese Relikte oder... Was wir relativ am Anfang gefunden hatten. Irgendwas mit Glauben war das. Oh. Könnten wir da... Ich weiß leider nicht mehr das Level von dem blöden Vieh. Oder ob wir das überhaupt gesehen hatten. Ich kann es nicht sagen. Da können wir ja mal vielleicht auf dem Rückweg schauen. Ob wir da nochmal vorbeigurken. Naja, was heißt Rückweg? Wir wissen ja gar nicht, wo wir hin müssen danach. Fällt mir gerade mal so ein. Ja, vielleicht müssen wir ja nochmal zur Reuseninsel, dann wird's passen. Dann könnten wir nämlich da nochmal vorbei. Wenn nicht, dann... Ja, mein Gott, Schnellreisen geht ja auch noch. Kann das jetzt mal aufhören zu regnen? Mann, wo ist denn die Sonne? Müsste doch eigentlich hier irgendwo sein. Wieso ist hier ein Vieh? Wieso sind hier mehrere Viecher? Ist hier irgendwas zu finden? Außer die Pflanze. Naja. Alles nur Pflanzen hier. So, jetzt müssen wir doch langsam mal ankommen. 280 Meter, knapp 60. Ja, recht schnell so. Da ist doch auch Besuch. Seht ihr das? Und dass die...
Es müssten die Ertrunkenen sein. Können wir das Boot ja mal hier abstellen. So. Einmal speichern. Dann schnappen wir uns die Spaten. Oh, 15. Moornixer. Was auch immer das jetzt heißt. Aber 15 ist schon übel. Ah. Hallo, Geralt. Ich möchte hier hin. Boah, Alter. Kannst du mal aufhören, dich so anzustellen? Ha. Es sind nur 2. 15, das ist schon bitter. Beide 15. Oha. Na, gucken wir mal. Och, das geht doch. Na. Alter. Auf den Schaden, da geht's. Na, komm her, Freund der Sonne. Aha. Lass ihn mal ein bisschen brennen. Hm. Naja. Die sind ja relativ einfach so. Aber mit mehr als 2 gleichzeitig möchte ich es dann doch nicht aufnehmen. Das definitiv nicht. Okay. Dann sind wir ja soweit relativ in der Nähe. Wir sind dann jetzt aber erstmal am Ende dieser Folge angekommen. Sind aber schon wieder knapp über eine halbe Stunde drüber. Ja, dann gucken wir mal. Ahnenfest und so. Der Vater von dem Weidiller werden wir dann in der nächsten Folge mal kennenlernen, schätze ich. Oder zumindest seine Überreste. Ich hoffe, ihr habt soweit Spaß gehabt und wir schauen dann mal beim nächsten Mal, was wir erreichen. Also, bis denn!